So, dann speichern wir nochmal. Und schauen wir mal, was hier kommt. Hier kommt die Weltkarte. So, meine Damen, bald erreichen wir Doriales. Was habt ihr eigentlich mit uns vor? Wieso entführt ihr uns, um nach Doriales zu bringen? Das werdet ihr schon merken, wenn wir da sind. Wollt ihr uns nicht wenigstens sagen, was ihr mit Velek gemacht habt? Och, der ist nicht mehr euer Problem. Gern geschehen. Velek. Lass den Kopf nicht hängen, Liebes. Es geht ihm sicher gut. Wie kannst du dir da so sicher sein? Ich spüre, dass es ihm gut geht. Du kannst es spüren? Ja, genau wie ich dich spüre. Es ist lieb, dass du mich aufmuntern willst, aber... Weißt du, wenn du mir nicht glaubst, dann glaubst du vielleicht deinen eigenen Augen. Wie? Was redest du da für einen Unsinn? Ich rede keinen Unsinn. Wartet's nur ab. Ja, verdammt, Enter gedrückt gehalten. Ah! Ich würde mal sagen, er hat gerufen, lass sie gehen oder so. Velek, du lebst! So, wo kommst du denn her? Wie konntest du dich befreien? Dann nimmst du es eben mit ins Grab. Tut mir leid, aber du hättest einfach verschwinden sollen. Beseitigt ihn. Ich warne euch, wenn ihr nicht verschwindet, werde ich keine Gnade zeigen. Wird ja richtig spannend. Oh, ich krieg direkt einen Fokuspunkt. Ja, dann machen wir gleich mal die Konterhaltung. Oh, schön. Erstmal gekrittet, dann machen wir auf ihn hier den Doppelschlitzer. Also so viel zu keine Gnade. Hui! Das hat keinen Sinn. Verschwinden wir. Lebt nur. Also, deine letzte Warnung. Velek, du hast so cool ausgesehen. Hey, es ist cool, dass du cool benutzt. Ach, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Was wäre, wenn dir etwas passiert wäre? Keine Sorge, Rina. Ich bin immer für euch da und werde euch beschützen. Velek, ich... Du gehst nirgendwo hin, junge Dame. Au! Verdammt, lass meine Haare los, du Schwein! Alina. Ich werde dich töten, wenn du sie nicht sofort loslässt. Du hast mir meinen Auftrag versaut, Bursche. Das bezahlst du mit deinem Leben. Ich werde nicht erlauben, dass du meine Freundinnen etwas antust. Lass sie los. Jetzt. Für wen hältst du dich? Für einen strahlenden Helden? Lächerlich. Oh nein, ich bin kein Held und das wirst du gleich zu spüren kriegen. Attacke! Alina haben sie mal eben kurz zur Seite geschoben. Du wirst deine Taten noch bereuen. Velek, wir können wirklich von Glück reden, dass du unbeschadet zu uns durchdringen konntest. Ich kann dich unterstützen, sobald du meine Fesseln losgeschnitten hast. Das kriege ich hin. Ah ja, kann ich anvisieren. Sehr gut. Zack, durchgegrittet! Danke dir. Ganz ruhig. Ich bring dich schon wieder in Form. Vielen Dank, Alina. Was heißt denn wieder in Form? Mir ist ja gar nichts passiert. So. Dann wollen wir ihn mal einheizen, ne? Nö. Greif mal ruhig an. Gemetzel.
Oh ja, es ist wirklich ein Gemetzel. Er ist noch einmal dran, bevor... Ich riskiere es. Okay. Alles gut. Heil die Verbündeten. Weiß nicht, wie stark der ist. Ich mache erstmal sie hier. Oh. Haben die Effekte gerade ein bisschen geleckt? Oder kam mir das nur so vor? Nächster Crit. Sag mal, was ist denn da los? Der Igel, da musst du aber aufmerksamer sein, hä? Mensch. Na komm, machen wir mal den heilenden Segen. Ich will mal gucken, wie gut der ist. Ja, ab hier. Oder der Effekt wird nur so langsam abgespielt. Das kann auch sein. Bin mir da gerade sehr unsicher. Nee, scheint alles in Ordnung zu sein. Brecher, bricht dir sonst was an mir? So. Du heilst dich mal bitte selbst. Aha. Scheiße war's. Komm, mach mal Kraftangriff. Hast ja sonst nichts zu tun. So, damit sollte die Geschichte erledigt sein. Nee, reicht nicht. Dann macht sie es halt zu Ende. Tschüss. Naja gut, so schlimm ist es ja nicht, Atarot. Also, alles gut. Das war's. Dein letztes Stündlein hat geschlagen, Kollege. Nicht schlecht. Wirklich nicht schlecht. Nun raus damit. Was sollte diese ganze Aktion? Du glaubst doch nicht, dass wir nur eine kleine Eskorte bilden wollten, oder? Wir haben natürlich einen Auftraggeber. Und wer ist das? Tut mir leid. Betriebsgeheimnis. Du Mieser. Wenn ihr mich nun entschuldigen würdet. Du gehst nirgendwo hin. Wir werden dich den Wachen in Dorialis übergeben. Oh, dieser Einladung kann ich leider nicht zustimmen. Ich werde nicht gerne eingesperrt. Das hättest du dir überlegen müssen, bevor du uns entführst und meiner besten Freundin an den Haaren ziehst. Dafür wirst du büßen. Siehst du? Ich hab sogar ein Geschenk. Nein, du... Verdammte Scheiße! Das kann ja nicht... Geht es dir gut, meine Liebe? Du hast mich deine beste Freundin genannt. Na, das bist du doch auch. Aber das beantwortet meine Frage nicht. Geht es dir gut? Ja, alles bestens. Tut es auch wirklich nicht mehr weh? Ach doch, ein Ziehen ist immer noch da. So ein verdammter Mistkerl. Er kann dich doch nicht an deinen Haaren ziehen. Was denkt der sich?
Alec, mein Bester. Ich danke dir vielmals für unsere Rettung. Nur der Weltenbaum weiß, was diese Irren mit uns getan hätten. Ich bin immer für euch da, meine Lieben. Es ist schön, dich dabei zu haben. Du bist der Beste. Danke nochmal. Du brauchst dich wirklich nicht zu bedanken. Ihr habt so viel für mich getan. Ich will dich auch nochmal drücken. Diese Irren haben uns nicht gesagt, was sie mit dir tun wollten. Sie wollten mich in die Diebesgilde aufnehmen. Wenn schon nicht als Dieb, dann wenigstens als Diener oder so. Jedenfalls bin ich heilfroh, dass du hier bei uns bist. Hm? Was ist los? Dein finsterer Blick kann einem ja Angst machen. Hör zu. Ich freue mich, dass ihr mich gerne bei euch habt, aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich euch weiter begleiten darf. Wieso nicht? Ihr habt soeben jemanden umarmt, der Blut an den Händen hat. Um hierher zu kommen, habe ich jemanden getötet. Wie schrecklich. Und ein Mörder sollte euch nicht auf einer heiligen Reise begleiten. Alec, du... Ich werde mich bei einer Wache in Dorealis stellen. Alec. Hoffentlich könnt ihr mir das eines Tages verzeihen. Ich werde einfach gehen und... Alec! Verdammt, hör doch mal zu! Glaub mir, niemand hier will dich davonjagen. Aber... Hast du deinen Gegner aus Böswilligkeit getötet? Das kannst du mir nicht erzählen. Nein, wir haben gekämpft und... Wenn du mit einem Gegner die Waffen kreuzt, kann es natürlich sein, dass einer zu Schaden kommt. Genau genommen ist ja dies auch Sinn und Zweck einer Waffe. Was ist passiert? Einer der Diebe ist auf mich zugestürmt und ich wollte seine Attacke abwehren. Dabei ist er mir genau in die Klinge gesprungen. Aber mein Lieber, das ist doch nicht deine Schuld. Rena hat recht. Du hast dich verteidigt. Dass du dir den Weg freikämpfen musst, ist ja in deiner Situation zu verstehen. Du wurdest gefangen genommen und hast dich verteidigt. Natürlich ist es nicht schön, dass du deinen Gegner töten musstest, aber du hast dir nichts vorzuwerfen. Ich fühle mich schrecklich. Das kann ich verstehen. Vergiss aber bitte auch nicht, dass du uns gerettet hast. Der Schmerz wird sicher wieder vergehen. Du bist nur ein Mörder, wenn du aus Vorsatz jemandem Unschuldigen das Leben nimmst. Ich hatte nur Angst, dass ihr mich nun anders anseht als vorher. Nein, keine Sorge. Dass du einen Feind getötet hast, wird uns niemals davon abhalten, dich in die Arme zu schließen. So ist es. Und ich fange gleich damit an. Vielen, vielen Dank. Oh nein, wir haben zu danken, dass dir so viel an uns liegt und du so unendlich ehrlich zu uns bist. Geht es dir wieder besser? Ja, dank euch. Ich freue mich, dass ich bei euch bleiben darf. Ich bestehe darauf. Und ich auch. Dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig, als bei euch zu bleiben. Wir sind deine Freunde, Velik, und wir werden dir helfen, das durchzustehen. Freunde. Lass uns aber nun schnell weiterreisen. Wir haben es nicht mehr weit und es fängt bereits an zu dämmern. Was habt denn ihr da jetzt alles wieder geschrieben, ey? Jetzt muss ich mal kurz hochscrollen hier. Alvarunda Hacking Simulator. Wenigstens gibt es hier Emotionen und Posen. Achso, hi, Zigarrenhai. Willkommen. Tatsächlich gab es noch keine Pedalenaktion. Ich halte auch meine Füße ganz streng fern davon. Velik wird zum Schwarzen Ritter und voll edgy. Waffen sind dazu da, dass du sie in die Körper deiner Gegner steckst. Jo. Okay. Gut. Bin ich durch beim Lesen. Ja, also wie gesagt, es gab keine Pedalenaktion. Die wird es diesen Stream wahrscheinlich auch nicht geben. Obwohl ich mit dem Fuß hier gerade wieder sehr nah dran bin. Aber nein, ich kann mich beherrschen.
Soll ich speichern? Ja, dann speichere ich mal. Was haben wir denn da oben? Hallo, seid ihr an frischen Lebensmitteln interessiert? Karotte, Zwiebel, Kartoffel, Pilz, Ei, Entenei, Frühlingszwiebel, Kräuter, Salat, Paprika. So. Gehen wir mal von oben nach unten durch. Karotten mag ich. Zwiebeln mag ich. Kartoffeln mag ich sehr. Pilze kommt aufs Gericht an. Ei mag ich auch sehr. Entenei? Wüsste nicht, wann wir mal ein Entenei gekocht haben. Frühlingszwiebel geht immer. Kräuter, ja. Salat geht auch. Paprika ist ein geiler Snack, am besten mit irgendeinem Dip. So. So viel dazu. Ansonsten ist hier nichts. Nichts versteckt. Was ist denn hier passiert? Könnt ihr den Dreck nicht draußen lassen? Nun, wer bist du? Ich bin Barbara. Was? Barbara. An manchen Namen muss ich mich erst gewöhnen. Gedönen, genau. Alter. Und leite mit meinem Mann in dritter Generation diesen wundervollen kleinen Bauernhof. Und was treibt euch her? Wollt ihr einige frische Lebensmittel erstehen? Ja, auch. Wir sind auf der Durchreise und schauen uns gerne um. Naja, das hier ist ein einfacher Bauernhof. Ich weiß nicht, ob es hier so viel Spannendes zu sehen gibt. Och, ich sehe gerne Leuten bei der Arbeit zu. Ha, Witzbold. Und was machst du da? Wonach sieht's denn aus? Ich mach den Dreck weg, den mein Mann und mein Sohn hier verursachen. Die könnten sich wenigstens mal die Füße draußen abtreten. Oder sie lassen ihre Arbeitsschuhe einfach draußen. Eine sehr gute Idee. Ich werde diese Regel hier einführen. Hey, du hast da was übersehen. Vielen Dank. Und wie läuft das Geschäft? Och, wir können nicht klagen. Wir haben doch Reales direkt vor der Nase. Das sind ideale Bedingungen, um unsere Waren schnell zu verkaufen. Das kann ich mir vorstellen. Da seid ihr den anderen Händlern dort etwas voraus. Da sagst du was. Ja, da kommen gern Waren aus anderen Orten mit echten Kampfpreisen. Sind die Leute nicht bereit, für bessere Ware etwas mehr zu bezahlen? Zum Glück schon, sonst könnten wir einpacken. Gut, wir müssen weiter. Pass auf, wo ihr hintretet. Was, meinst du etwa hier oder hier oder hier oder hier oder so oder hier? Oh. Ah, die Anja folgt mir. Finde ich schön. Ich finde schön, dass meine Alerts funktionieren. Das freut mich. Übrigens, wer mir wirklich eine Stulle mit Wurst spendieren will. Ja, mir ist nichts Besseres eingefallen. Es gibt noch keinen Spenden-Button. Also, falls ihr da irgendwie vergeblich gesucht habt. Hier liegt etwas zwischen den Büchern. Ein Talisman. Wieder verschiedene Töpfe mit Flüssigkeiten. Wollte nur fix Grüße dalassen. Wie, willst du schon wieder abhauen oder was? Ich stream nur einmal in der Woche. Vom Korn zum Getreide steht hier im Regal. Es geht dabei wohl um einige Grundregeln, um Getreide anzubauen. Brauch ich nicht. Schaut sie wieder bei der Konkurrenz hier. Ich meine bei den Kollegen. Vor allem Kleidung, die fürs Arbeiten gemacht ist. Wirklich hübsch ist davon nichts. Ist nicht, aber es ist zweckdienlich. Ist es das? Volker, ja gut, aber schön, ne? Zwei Streams gleichzeitig, beide labern. Ich glaube, das wird schwierig. Und jedes Ohr eine andere Tonspur, Alter. Gut. Gibt es da noch irgendwas Verstecktes oder so? Aber anscheinend nicht. Dann gehen wir mal in die Stadt. Was schnüffelst du bei Nacht hier herum? Ich schnüffle nicht herum. Ich habe mich nur verlaufen. So, so. Nur verlaufen, was?
Was sollte ich denn sonst tun? Ich kenne Leute wie dich. Vorne heraus ein liebes, unschuldiges Ding und hinten herum bist du eine lästige Diebin, der die Hände abgeschnitten gehören. Ich? Eine Diebin? Nein, ihr müsst mir glauben, ich habe mich wirklich nur verlaufen. Nun tu doch nicht so unschuldig. Diese Masche zieht bei mir nicht. Komm schon, gib es zu. Dann werden wir dich auch ganz sanft einbuchten. Ach, da bist du ja. Wir haben dich schon überall gesucht. Zum Glück ist dir nichts passiert. Wir haben uns Sorgen gemacht. Gehört sie zu euch? Ja, natürlich. Da lässt man sie kurz aus den Augen und schon ist sie weg. Gut, ihr habt sie gefunden. Was treibt euch um diese Zeit her? Ja, wir sind auf dem Weg ins Gasthaus getrennt worden und da unsere Begleiterin eine Orientierung wie eine Bockwurst hat. Wie eine Bockwurst? Wo wir herkommen, sagt man das so. Wir kommen von sehr weit her. Dann nehmt eure Kameraden und verschwindet schnell ins Gasthaus. Es ist nicht gestattet, bei Nacht hier herumzuwandern. Keine Bange. Lasst uns gehen. Komm schon, meine Liebe. Da habt ihr's. Ich habe es euch doch gesagt. Komm endlich. Wir sind müde. Hallo, ihr lieben Leute. Ich bin euch wohl zu Dank verpflichtet. Ich bin Ruka. Mein Name ist Alina und das sind Rina und Velek. Freut mich sehr, Ruka. Angenehm. Diese Wache hat dich ja ziemlich bedrängt. Das konnte ich mir nicht mit ansehen. Vielen herzlichen Dank. Sowas Nettes habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Weshalb haben dich diese Wachen eigentlich angehalten? Ihr hattet vorhin mit eurer kleinen Lüge schon ganz recht. Ich habe versucht, den Weg zum Gasthaus zu finden. Diese Stadt ist so unübersichtlich. Stimmt. Als ich das erste Mal hier war, hat es auch einige Zeit gedauert, bis ich zurechtkam. Also warst du in den Augen der Wachen eine Herumtreiberin? Scheint so. Aber ihr habt mich ja da rausgeboxt. Die Wachen scheinen aber ohnehin ein recht hohes Aggressionspotenzial zu haben, wie ich hörte. Und da kommt den starken Männern ein süßes Mädchen gerade recht. Verstehe. Na, jedenfalls bist du nun in Sicherheit. Ihr seid wirklich eine nette Truppe. Was treibt euch denn her? Wir vollziehen die Diktumreise. Wow, wirklich? Das finde ich verdammt stark. Und was treibt dich her? Ich bin eine reisende Händlerin. Ich bereise ganz Lyien. Oh, sehr fein. Ich reise auch gern. Das ist mit einer der Gründe, wieso ich mich dieser Aufgabe widme. Wirklich sehr schön. Könntest du mir mehr über eure Reise erzählen? Ich liebe solche Geschichten. Aber sicher. Auf Velik und mich werdet ihr aber verzichten müssen. Wir haben schon etwas vor. So? Haben wir? Dafür, dass du uns gerettet hast, will ich mich bei dir erkenntlich zeigen. Darum gehen wir beide nun ins Gasthaus und werden schön zu Abend essen. Macht das, ihr beiden. Alina? Hm? Was würdest du davon halten, wenn ich dich zum Abendessen einlade, dafür, dass ihr mir geholfen habt? Sehr gerne. Alles klar, dann lasst uns mal loswuseln. Schon merkwürdig. Irgendwie fühlt sich das an wie ein Date. Oh, was ist das? Etwas aus deiner Welt? Nun, das ist, wenn... Na los, lass dich nicht so bitten. Na schon gut, bei einem Date treffen sich zum Beispiel zwei Leute, die sich füreinander interessieren und eventuell eine Beziehung miteinander eingehen wollen. Dann haben wir also ein Date? Was? Was sagst du da? Halt mal ganz ruhig. Du bist... Ist ja süß, wie rot du wirst. Nein, ich werde gar nicht rot. Erzähl doch nicht sowas. Es ist hier nur sehr warm. Genau, das muss es sein. Komm, setz dich wieder. Im Grunde hatte ich sowas noch nie. Es ist das erste Mal, dass ich mit einem Jungen alleine zu Abend esse. Ach so? Das hätte ich mir bei einem Mädchen wie dir niemals gedacht. Ein Mädchen wie ich? Ja, du bist so hübsch und immer lieb. Hier müssen doch die Verehrer die Bude einrennen. Es gab schon mal das ein oder andere Angebot, aber ich hatte immer das Gefühl, dass es niemand wirklich ernst meinte oder nur sehr oberflächlich war.
Verstehe. Na, was ist mit dir? Dir müssen doch die Mädchen nachgestiegen sein. Als ich heute die Hingabe gesehen habe, mit der du uns beschützt hast? Nein, tatsächlich nicht. Ich bin in meiner Welt eher uninteressant gewesen. Mädchen haben sich gar nicht für mich interessiert und ansonsten hatte ich dort auch keine Freunde. Wie kann das denn sein? Ich finde dich sehr interessant, mein Lieber. Vielen Dank, Rina. Damit geht dieser schreckliche Tag immerhin mit einer schönen Sache zu Ende. Ja, dieser Tag war wirklich etwas Besonderes. In vielerlei Hinsicht. Aber eins muss ich doch sagen. Was? Dein Essen schmeckt deutlich besser als das von hier. Du bist mir einer. Dank dir. Lieb, dass du das sagst. Schade, dass wir nicht heraus dürfen. Ein Verdauungsspaziergang wäre nun genau das Richtige. Stimmt. Wir könnten uns natürlich herausschleichen. Hinterher werden wir verhaftet und Alina darf uns morgen aus dem Knast holen. Außerdem würde es dieses nette Abendessen überschatten. Hast du recht. Wir sollten den Abend einfach ruhig ausklingen lassen. Das finde ich gut. Ich bin fix und alle. Ja, geht mir genauso. Die Gabel vorhin hat sich ziemlich schwer... Was? Wow, die Gabel vorhin hat sich ziemlich schwer angefühlt. Sagt man das so? Ging mir auch so, als wäre das eine Stahlgabel gewesen. Der heutige Tag hat mir wirklich alles abverlangt. Dich so kämpfen zu sehen. Zu sehen, wie viel wir dir bedeuten. Es hat ein wohlig warmes Gefühl in mir ausgelöst. Ich... Dir war die Flucht bereits gelungen. Du hättest einfach verschwinden können. Was? Was für ein Mann wäre ich denn dann? Sagen wir es so. Du würdest dich in die Reihe der abgelehnten Verehrer einreihen. Ich liebe es, wenn du sprachlos bist. So? Bin ich so nervig? Nein, ganz im Gegenteil. Hör mir doch mal zu. Also, mein Lieber, ich danke dir für diesen schönen Abend. Ja. Es war wirklich schön. Wir müssen das auf jeden Fall wiederholen, ja? Oh, aber ganz sicher. Ich werde mich dann jetzt mal schlafen legen. Alina hält mir sonst morgen wieder einen Vortrag, dass ich nicht ausgeruht genug bin. Ja, also ich... Gute Nacht. Rina? Ich... Du kannst nicht zu uns ins Bettchen kommen. Moment, wie? Schlaf gut. Irgendwie habe ich kein Wort rausbekommen. Wieso hat mich das Ganze nur so nervös gemacht? Wir haben uns den ganzen Abend nett unterhalten und es war völlig zwanglos. Was war nun anders? Nein. Ich sollte ihr sagen, dass ich sie mag. Sie sollte wissen, dass ich sie als etwas Besonderes sehe. So gut. Ich werde ihr einfach sagen, dass ich sie gern habe. Was soll denn schon schiefgehen? Nur mutwillig. Denk an ihr süßes Lächeln. Komm, das wird schon. Rina, ich... Oh. Rina, entschuldige bitte, ich wusste nicht... Felix, klopf nächstes Mal besser an. Also, ich... Raus hier! Oh mein Gott, es tut mir so leid. Verdammt, was habe ich getan? Das hat mir ganz sicher alles kaputt gemacht. Sie wird mich für einen miesen Spanner halten. Was für ein Abend. Erst versaue ich es mir mit Rina und dann kriege ich diesen Typen nicht aus dem Kopf, der... meinetwegen... Flashback Time. Ob er dafür schon verhaftet wird? Felek? Es regnet. Was machst du hier draußen? Ach, ich will dich nicht damit belasten. Geht es um deinen kleinen Vorfall mit Rina vorhin? Du kannst mir ruhig alles erzählen. Wir sind doch Freunde. Und Geheimnisse brauchen wir voreinander nicht zu haben.
Nein. Das mit Rina nimmt mich zwar auch mit, aber es geht um etwas anderes. Oh, es geht um den, den du... Genau. Ich habe ihn getötet. Ja, aber wir hatten doch darüber gesprochen. Du bist kein Mörder. Stimmt. Darüber haben wir gesprochen. Ich verstehe das auch, rein logisch. Aber ich kriege dieses Bild nicht aus dem Kopf. Vergiss aber nicht, dass du dich nur verteidigt hast. Und darüber hinaus hast du nicht nur dich, sondern auch Rina und mich gerettet. Aber ich habe jemanden getötet. Du hast aber auch das Recht, an die Person zu denken, die du damit gerettet hast. Sicher ist es nicht schön, aber ohne dich, wer weiß, was uns passiert wäre. Sieh mal, ich kann verstehen, dass du das nicht einfach loslassen kannst, und das sollst du vielleicht auch gar nicht. Es bringt aber nichts, sich selber zu quälen. Wenn es dir was gibt, mein Guter. Rina konnte vorhin gar nicht mehr aufhören, von eurem Date zu sprechen. Sie musste mir erstmal sagen, was das bedeutet. Sie hat dich wirklich gern. Ich habe sie auch wirklich gern. Ich würde nie... Ich will sie nicht enttäuschen. Das hast du nicht. Sie hat nicht ein Wort darüber verloren, dass du jemanden getötet hast. Rina weiß, was du tun musstest. Deswegen wird sie sich dir niemals verschließen. Du bist ihr viel zu wichtig, darum leidet sie mit dir, weil sie in deinen Augen sieht, dass es dich quält. Ich hatte keine Ahnung, dass sie... Übrigens hat sie sich nicht einmal negativ geäußert, weil du vorhin in unser Zimmer geplatzt bist. Mach dir also bitte nicht so viele Gedanken, ja? Aber denk doch mal selber darüber nach. Wie war dein Eindruck von ihr, als ihr zusammen wart? Sie hat viel gelächelt. Ich glaube, sie war glücklich. Außerdem konnte ich durch sie wenigstens etwas den Mist von heute vergessen. Genau, das war sie. Wenn es dir nochmal schlecht geht, denke immer daran. Hättest du nicht alles getan, um uns zu retten, dann hätte diese Welt ihr wunderschönes Lächeln vielleicht verloren. Das würde ich nicht ertragen. Neuer Tag, neue Stimmung. Und? Kannst du etwas schlafen? Ein wenig. Ich habe einfach versucht, an etwas anderes zu denken. Zum Glück gab es gestern etwas Schönes, an das ich denken konnte. Ich wünschte, ich könnte dir das abnehmen. Das soll vielleicht gar nicht sein. Ich möchte dir aber noch für letzte Nacht danken, Alena. Du hast mir sehr viel geholfen. Vielen Dank. Kein Problem. Ich bin immer für dich da, wenn du mich brauchst. Mal was anderes. Marina bei dir? Nein. Ich habe sie seit dem Abendessen nicht mehr gesehen. Dann lass uns mal sehen, wo sie ist, damit wir weiter können. Als nächstes müssen wir nämlich mit einem Schiff weiterfahren. Dann können wir uns doch bei Gelegenheit noch etwas vorbereiten. Gestern Abend hatte sie kurz vor dem Einschlafen noch etwas übers Kochen gesagt. Ist ja nun weniger ungewöhnlich. Mal sehen, was wir damit anfangen können. Hauptaufgabe durch das Gebirge gelöst. Neuer Tagebucheintrag. Neue Hauptaufgabe Trubel in Dorealis. Okay. Dollmakers Darling, eine Geschichte über einen Geist, der in eine Puppe gefangen wurde. Puppen in Gruselgeschichten sind immer gruselig. Das ist wahr. Das ist sehr wahr. Ach nö, hier ist ein Buch über Lyrik. Sowas gibt es hier also auch. Hast du nichts für Lyrik über? Leider nein. Ich persönlich genauso wenig. Hat wohl jemand sein Geld beim Übernachten vergessen? Nix, nix. Auch nix, auch nix. Okay. Einmal Wein mitgehen lassen, 5 Federn mitgehen lassen. So muss das. Ich bin so müde. Wenn du deinen Tee getrunken hast, dann wird es sicher besser. Ich hoffe doch sonst... Hallo? Alles klar?
Ja, entschuldige, ich bin nur... Ich lass sie lieber. Hey, das könnte ich morgens auf Arbeit sein. Eine Murmel. Hier sind einige Bücher über einen Eistempel, der tief in den Fußspuren der Riesen im eisigen Norden versteckt sein soll. Oh, interessantes Wissen. Das können wir uns ja mal merken. Hallo, möchtet ihr hier übernachten? Wir haben das beste Gasthaus ganz Dorealis. Es ist das einzige Gasthaus in Dorealis. Das macht meine Aussage aber auch nicht unwahr. Also, nö. Hui! Hier ist ja richtig was los. Okay, ich brauche kurz was zu trinken. Und, jo. Wir machen gerade mal kurz 5 Minuten Pause. Ich bin gleich wieder da, ja? Könnt euch ja die Musik anhören und ein bisschen unterhalten und so. Bis gleich.